Thema in der heutigen Individualtrainingseinheit ist das Thema Ballannahme-Passspiel. Wir werden beginnen in einer klassischen Aufwärmform, wo die Ballan- und Mitnahme leicht in das Dribbling reingeht mit einem sauberen Passspiel und gehen danach direkt in eine Übungsform oder Spielform mit rein, wo es darum geht, Linien zu erkennen, Räume zu erkennen, in die Tiefe zu spielen und dann eben mit einem sauberen Pass das Ganze zu beenden. Sauber den Ball, wirklich mit Druck in den Raum reinbringen, dass der Kollege auch den Ball scharf hat. Ja, wenn der Ball euch nicht scharf genug ist, coacht eure eigenen Mitspieler. Seid immer selbst auch irgendwo Trainer und sorgt dafür, dass der Pass mit Qualität kommt. Guck mal, mit dem Ball. Ja, Timo. Schnell und vor allem schnell wieder die Orientierung finden zu dem Raum hier. Sprich, ich spiele den raus und habe die ganze Zeit schon wieder den Raum im Blick. Er kann schon wieder attackieren, geht schon wieder rein. Ja, was ich nicht sehen möchte, in aller Deutlichkeit nochmal, dass der Ball rausgespielt wird, irgendwo zu der Position und dann hier in aller Ruhe mal. Nein, geht schon wieder um die Freilaufbewegung, sind schon wieder dabei. Ja? Gut so, gut so, gut so. Saubere Mitnahme, saubere Mitnahme. Ja, gut, Bamba, sehr gut, Junge. Und blau, die es zum Umdribbeln geht hier im Zentrum, dann sauber den richtigen Winkel zu finden für das Passspiel raus. Okay? Ja, bitte, hier, Winter! Als nächstes kommen wir in eine Spielform rein, wo das die Ballan- und Mitnahme in die Tiefe mit Stahl-Klatsch-Bewegungen eben kombiniert ist, wo es eben darum auch geht, Räume zu erkennen in der Tiefe, Linien zu überspielen. Ja, komm. In die Tiefe, einfacher, seriöser Pass Richtung Bebeto. Schon haben wir den ganzen Raum überspielt. Ja? Brauchen da kein Dribbling, brauchen gar nicht auf die 1 gegen 1 Situation uns einlassen, sondern können direkt in die Tiefe öffnen und schon haben wir den Raum. Ja? Bestmöglicher Ball, einfach mit Passlösung. Okay?